Ich habe eine Kugel. Kannst du nochmal? Fidget, ja. Fidget, ja. Sehr gut. Gut, gerade weg. Herzlich willkommen. Freut uns sehr, dass Sie alle gekommen sind. Jetzt möchte ich Ihnen den ersten Gesprächspartner vorstellen. Dr. Jens Thiemer, Leiter Marketing Mercedes-Benz Pkw. Herzlich willkommen. Was bedeutet L'Oreal World Sports Award, L'Oreal Sport for Good für Mercedes-Benz? L'Oreal ist kein Glamour-Projekt. L'Oreal ist ein Projekt, eine Initiative, die weltweit, wie Sie alle wissen, Kinder und Jugendliche unterstützt, die es bitter nötig haben. Und das steht im Mittelpunkt. Und insofern ist der L'Oreal, dazu haben wir uns jetzt bei Daimler übergreifend bekannt, die wichtigste soziale Verantwortungsinitiative überhaupt. Ja, und jetzt darf ich Ihnen diejenigen vorstellen, zumindest einen Teil, die mit uns versuchen, die Welt kontinuierlich ein Stückchen besser zu machen. Ich glaube, eine sehr schöne Aussage. Nämlich die Botschafter der L'Oreal Sport for Good Foundation in Deutschland, Österreich. Hier ist genau das, was der Vorstand jetzt leistet, muss ich sagen, ist das etwas, was ich bei den Botschaftern überall gesehen habe, über die Jahre hinweg, bei allen. Was mich fasziniert hat, ist, dass keiner gesagt hat, ja, kommt dann da auch eine Kamera, wenn ich das Projekt besuche, sonst lohnt sich das nicht. Sondern alle haben gesagt, es ist toll, wenn ich mit dem, was ich erreicht habe im Leben, eigentlich etwas anfangen kann und weitergeben kann. Es geht ja auch um Nachhaltigkeit, es geht um Fördern und Fordern, also da muss schon einiges stimmen. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Es geht in keinem Fall um einmalige Geschichten. Es geht nie um Infrastrukturprojekte, sondern immer um langfristige soziale Sportprojekte, wo wir wirklich über viele Jahre die Kinder unterstützen können und wo wir vor allem auch hier wieder das Thema Fördern und Fordern, die Projekte auch fordern, sich langfristig auf unabhängigere Beine zu stellen, in dem Sinne, dass wir sie auch auffordern, nach anderen Partnern zu suchen. Also, dass sie sich nicht abhängig machen von uns. Und darauf zählen, dass sie auf ewig von L'Oreal unterstützt werden. Wir wollen sie einfach motivieren, ihre Projekte stetig besser zu machen und neue Partner zu gewinnen. Freddy Bobic, vielleicht kannst du einfach mal erzählen aus deinem Tag mit dem Projekt mit den Kindern, was sich da wirklich bewegt. Ja, es ist immer wieder schön, die Projekte mit zu begleiten. Und Axel hat ja damit auch begonnen, bei Kick for More macht es auch hervorragend, auch über eine Begeisterung, obwohl er kein Fußballer ist in diesem Projekt, aber es macht er fantastisch, auch ein großes Lob an ihn. Wenn man das mitbekommt, ja, bei den Kids ist es etwas Aufregendes, macht einem wirklich auch stolz, wenn man sieht, wie die Kinder miteinander umgehen, egal welcher Herkunft, die meisten haben ja Migrationshintergrund, und sie brauchen einfach unsere Unterstützung auch und unseren Rückhalt auch, damit sie sich auch da wirklich austoben können, damit sie ihr Selbstvertrauen weiter steigern können, auch weil sie das brauchen, sie vor allem auch über das Projekt. Der Ball ist zwar da, aber am Ende des Tages ist das Selbstvertrauen und die Persönlichkeitsentwicklung für ihr weiteres Leben, ja, was sie da dadurch auch bereichert, wenn sie sich da richtig reinknien, und da gibt es unheimlich schöne Beispiele auch dazu. Paul, vielleicht sollten wir noch mal darauf eingehen, was jetzt noch dieses Jahr ansteht für 2015. Ich glaube, auch da ist viel Bewegung. Wir haben derzeit 13 Projekte in Deutschland und Österreich. Genau, 13 Projekte in Deutschland und Österreich derzeit. Wir wollen dann natürlich weitermachen, wollen mehr Kinder unterstützen. Deswegen werden wir auch in diesem Jahr noch neue Projekte starten bzw. Bestehende ausbauen. Es geht eben nicht nur darum, dass immer eine Kamera dabei ist und man mal kurz vorbeigeht, um sich ablichten zu lassen und den Projekten mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es geht in der Tat im Fokus um die Kinder. Es geht darum, dass die Botschafter eine Vorbildrolle für die Kinder einnehmen, dass sie ihnen zeigen, was kann ich eigentlich
erreichen im Leben, wenn ich hart an mir arbeite? Was hat mir der Sport persönlich gegeben? Und solche Erfahrungen. Zum Abschluss glaube ich, dass es für alle und auch für Sie hoffentlich sehr intensive und spannende Tage werden. Das heißt aber auch für die Botschafter, für Sie, vor allen Dingen auch für den Dr. Thiemer, viele Meetings, Sitzungen. Also es wird auch genutzt, ganz intensiv, um an diesen 3-4 Tagen mit den Vertretern der Welt zusammenzukommen und noch mehr zu bewegen. Ich glaube, das haben wir heute Abend gehört. Dankeschön. Ja, die Awards sind natürlich der Höhepunkt im Laureus-Jahr. Das ist natürlich die Ehrung der Sportler, die im Mittelpunkt steht. Aber die Ehrung der Sportler dient natürlich vor allem einem Zweck, nämlich auf die Projektarbeit aufmerksam zu machen. Die große, große Säule von Laureus, die Sport for Good-Projekte, 150 Projekte weltweit, um Kindern und Jugendlichen in benachteiligten, sozial benachteiligten Situationen zu helfen. Und so verstehen wir auch die Awards natürlich medial einmal im Jahr den Fokus auf die Projektarbeit in dem Zusammenhang richten zu dürfen. Also zunächst einmal ist sehr wichtig, den Punkt zu sehen, dass Laureus als Gesamtinitiative die wichtigste soziale Initiative von der Daimler AG ist. Es gibt ja diesen Begriff Corporate Social Responsibility, CSR, und wir bekennen uns sehr deutlich dazu, dass der Laureus unsere wichtigste CSR-Aktivität im gesamten Konzern ist. Wir bereisen ja sozusagen mit den Awards die Welt. Wir haben im letzten Jahr in Kuala Lumpur unsere Reise Richtung Asien angetreten. Wir sind jetzt in China, worüber wir uns sehr freuen, in Shanghai. Es ist, glaube ich, toll, jetzt ins Land der Mitte zu kommen mit den Awards und einmal diese Sportler-Ehrung dort stattfinden zu lassen. Ja, wir haben die Awards natürlich eingebettet in ein Gesamtprogramm. Es gibt ein Rahmenprogramm, wo wir auch die Laureus-Arbeit in China in den Mittelpunkt stellen. Es gibt einen Projektbesuch. Es wird eine Hope School besucht, um China einfach an den Laureus-Gedanken heranzuführen, um umgekehrt. Es gibt entsprechende Welcome Receptions, wo wir auch die Stiftungsarbeit weltweit vorstellen. Und natürlich gibt es auch eine Einbettung der Host City Shanghai in das Gesamtprogramm, weil wir natürlich auch Land und Leute und die Kultur entsprechend kennenlernen möchten. Ja, aber es ist eine gute Einstimmung, glaube ich. Gerade jetzt ist ein langer Flug. Verschiedene Kollegen versuchen sich sicherlich noch mal über die nächsten Tage zu informieren, vorzubereiten. Und so haben wir, glaube ich, die Key Facts, wie man so sagt, also die Schlüsselinformationen für die jetzige Veranstaltung schon mitgeliefert. Insofern landen, gleich eintauchen. Naja, sicherlich etwas Exotisches, etwas Schönes für die Preisträger, das soll es ja auch sein. Aber es ist eben auch toll, dass wir hier einen großen Schwerpunkt auf die sozialen Projekte legen, dass wir die Projekte initiieren konnten, dass wir sie jetzt einweihen und dass wir hier wirklich quasi fast mehr Zeit für die sozialen Projekte als für die Awards uns nehmen. Es hat sich immer mehr dahin entwickelt, dass auch klar wird, warum wir es machen. Nicht nur, um die Besten auszuzeichnen, sondern um möglichst viel Awareness dafür zu kriegen, dass wir neue Projekte initiieren können, dass wir weltweit immer mehr Länder dazugewinnen, die kooperieren in diese Richtung. Also das hat, glaube ich, stark an Bedeutung hinzugewonnen. Das war ganz besonders. Kurz vor dem Flug eben halt nochmal so eine Art Pressekonferenz oder beziehungsweise nochmal ein bisschen kennenlernen zu machen, finde ich sehr, sehr gut, weil wir sitzen ja fast alle gleich im Flieger zusammen und dadurch ist es natürlich eine tolle Sache, weil man nimmt einfach doch nochmal im Kopf was mit. Wir haben einen Nachtflug und da ist es dann doch nochmal zum drüber nachdenken, zum gucken, wie geht man damit um, was sind die richtigen Wege. Also finde ich eine tolle Idee. Also ich bin echt gespannt über die Lebensweise, also wie die Kultur da ist und wann hat man mal die Möglichkeit, dorthin zu kommen, und das ist einfach klasse. Also ich bin sehr gespannt. Ja, ich finde, dass das eine gute Geschichte ist, dass wir uns jetzt vorher nochmal treffen. Wir sind ja die nächsten Tage zusammen unterwegs. Wir haben alle nochmal gehört, was wirklich hinter Laureus steckt. Der Hauptgrund ist Laureus Sports for Good. Und ich glaube, wir können uns alle freuen, was wir in China erleben, auf die Awards, aber auch auf den Projektbesuch und alles, was damit zusammenhängt. Ja, ich glaube, dass die Chinesen auf alle Fälle einen tollen Event aufziehen, tolle Awards. Wir haben viele, viele Sportler, die nominiert sind, die tolle Leistungen gebracht haben. Und von daher gesehen können wir uns freuen, das mitzuerleben.